Moin Freunde, was geht ab? Ich bin bei Reapers und ich begrüße dich ganz herzlich hier zu einem neuen freshen Rocket League Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Rocket League Video gibt es 10 richtig coole Autodesigns für euch zum Nachmachen, entweder mit Buckets Mod oder auch ganz normal. Ja, lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da und ich würde sagen, wir legen eigentlich schon direkt los. Ja, vorher aber, es gibt 2 Möglichkeiten für euch, die Designs nachzumachen, entweder mit Buckets Mod, was eben kostenlos ist und ist halt eben auch die einfachste Möglichkeit, weil es eben auch Codes gibt, um die Designs direkt zu laden. Ihr könnt aber auch eben, wenn ihr PlayStation-Spieler zum Beispiel seid, euch bei Rocket League Exchange beispielsweise die fehlenden Items kaufen. Ja, mit Code Reaper spart ihr noch 3%. Link ist in der Beschreibung und ich würde sagen, wir legen los mit dem ersten Autodesign. Du bist auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Seite, wo du dir Rocket League Autos, Items und Credits kaufen kannst? Dann schaue jetzt bei meinem Partner rocketleague.exchange vorbei. Schnelle Lieferung und viele Zahlungsmethoden. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung und mit meinem Code Reapers sparst du noch 3% auf deinen Einkauf. Creator-Code bei ReaperSYT. Einfach in deinen Rocket League Shop eintragen, alle 14 Tage neu eintragen. Vielen lieben Dank an jeden, der mich supportet. Das erste Autodesign ist das hier und ich muss sagen, dass ich das ziemlich clean finde, aber auch eben außergewöhnlich. Wegen den roten Akzenten auf der Motorhaube steht auch eben Hashtag NiceShot. Finde ich ziemlich cool. Schreibt auf jeden Fall mal auch gerne in die Kommentare, ob ihr eines meiner Autodesigns nachmacht. Würde mich mal interessieren, ja. Wäre auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Und ich werde natürlich auch jedes einzelne Autodesign zeigen, wie man es nachmacht. Ja, hier zum Beispiel haben wir einen titanweißen Octane ausgewählt. Dann haben wir den Octane mit guter Schuss. Das ist das Ekel in titanweiß. Dann haben wir die Tunica Wheels in schwarz. Bezüglich Boost, Goal Explosion oder Trail könnt ihr natürlich selber entscheiden, was ihr da nehmen wollt. Ihr könnt auch die verschiedenen Designs auch noch anpassen. Ja, ist super easy. Dann haben wir hier A-Lock Seared als Paint Finish 1 als Primary. Dann haben wir Perlmutt in Matt als Secondary. Und ja, wie gesagt, halt so Sachen wie Drachenduell hier, Goal Explosions, das könnt ihr natürlich alles variieren, könnt ihr selber anpassen. Das ist auf jeden Fall das erste Autodesign und den Code packe ich euch auf jeden Fall auch in die Videobeschreibung, wie bei jedem anderen Design, damit ihr das Ganze direkt in Buckets Mod reinladen könnt. Das zweite Design ist ein All Black Design. Das darf natürlich bei keinem Autodesign-Video fehlen. Ich finde es einfach nur geil, so was soll man sagen. So ein komplett schwarzer Octane oder auch ein komplett anderes schwarzes Auto sieht einfach nur unfassbar geil aus. Ja, vor allem auch die Reifen, die Felgen, die sind komplett schwarz. Das Ganze könnt ihr auch easy nachmachen. Wichtig ist natürlich auch immer, dass ihr hier dieses Override Car Colors übernehmt, ja. Das ist auch immer so eine Sache, aber am einfachsten, wie gesagt, vor allem für Buckets Mod, ist es eben einfach die Codes zu übernehmen, die ich euch in die Videobeschreibung packe, denn dann habt ihr das Auto, wie gesagt, direkt reingeladen. Ansonsten haben wir hier halt eben das Fennec HBF Schleife Decal. Das ist an sich ein Fennec Design, aber ich habe jetzt halt eben den Octane gerade noch ausgewählt. Funktioniert aber im Prinzip alles auch für die anderen Autos. Dann haben wir hier Infinium Wheels in schwarz. Dann haben wir hier, wie gesagt, Boost könnt ihr ja wieder selber bestimmen. Lightspeed Trail könnt ihr auch selber bestimmen. Aber es sieht halt trotzdem ganz cool aus, so was hier halt eben ausgewählt ist zu dem jeweiligen Auto. Paint Finish haben wir hier Primary gar nicht, sondern wirklich nur Secondary. Da Perlmutt matt wieder. Ja, und dann habt ihr halt eben dieses coole Autodesign auch schon, was super, super geil ist. Das dritte Design ist ein Eis-Design, was richtig geil aussieht, vor allem wenn man hohe Einstellungen eingestellt hat. Das ist schon ziemlich cool. Die Räder, muss ich sagen, die könnte man noch updaten. Da gibt es bestimmt noch eine coolere Auswahl, aber an sich sieht es richtig cool aus. Auch easy nachmachen hier, wie gesagt, Primary, hier Secondary, müsst ihr immer dran denken, ansonsten sieht das Auto nicht so aus, wie es jetzt gerade aussieht. Das macht es halt auch vor allem eben so schwer, wenn ihr das Auto nachstellen wollt mit nur eben normalen Items, weil ihr da nicht so die Auswahlmöglichkeiten habt, wie natürlich bei Buckets Mod. Ansonsten haben wir natürlich einen titanweißen Fennec ausgewählt. Wir haben Ombre für Fennec als Decal ausgewählt, dann haben wir die Wonderman Wheels in schwarz. Und dann haben wir hier unten bei Paint Finish rissig als Primary, eloxierte Perle als Secondary und dann hat man halt auch eben schon dieses coole Autodesign. Autodesign Nummer 4 ist auch etwas außergewöhnlicher. Wir haben hier auch sehr spezielle Räder und zwar, ich glaube, die Alpha- oder Beta-Räder. Aus Gold, die sind natürlich ziemlich, ziemlich teuer, ansonsten auch ein sehr, sehr schönes Decal, was dazu sehr, sehr gut passt und
wie am Anfang schon gesagt, soll es heute einfach mal ein bisschen anders sein. Und ich muss sagen, es ist mir auch bisher sehr, sehr gut gelungen. Ja, wir haben hier Primary, Secondary ausgewählt. Dann natürlich das Octane RLCS X-Deakel. Dann natürlich passend auch dazu hier die Goldstein-Alpha-Belohnung-Wheels. Dazu wäre natürlich optimal eigentlich der Goldrausch, der Alpha-Boost, der halt auch arschteuer ist, so, ne? Paint-Finish matt und Paint-Finish eloxiert. Und dann habt ihr eben dieses coole Platz 4 Autodesign. Das fünfte Autodesign ist richtig, richtig geil. Denn diese Räder, eigentlich gibt es dafür keine wirklich geile Kombination. Aber ich muss sagen, diese Autokombi ist schon wirklich sehr, sehr wild. Und ja, ich muss die auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ich finde die wirklich geil da drauf. So Mainframe sieht schon ziemlich, ziemlich cool aus. Wir haben hier Primary, hier Secondary. Dann haben wir natürlich eben Großrechner Mainframe in Orange drauf. Dann Sonnenuntergang 1986 Wheels. Dann natürlich eben Boost, wäre auch wieder richtig cool. Goldrausch Alpha Belohnung. Und als Paint Finish kommt da wirklich nur matt in Frage. Sieht einfach wirklich bombenmäßig aus. Und in meinen Augen könnte das schon auch wirklich so eines der geilsten Autos von heute sein. Das nächste Autodesign ist mega, mega hell, wenn man von oben drauf schaut. Das ist so ein Feuerdesign mit weißen Sombas. Ja, Feuergott ist als Deakel drauf. Und hier seht ihr eben nochmal Primary, Secondary, Feuergott, wie ich gerade schon gesagt habe, als Deakel, weiße Sombas. Dann natürlich bei Paint Finish wieder eloxiert. Es wird irgendwie ultra oft benutzt. Und ja, überall ist Goldrausch, Alpha-Belohnung drin. Ist halt einfach mit Abstand der geilste Boost in Rocket League. Als nächstes habe ich ein richtig cooles 3D Black and Gold und auch ein bisschen Weiß-Design rausgesucht. Finde ich auch ziemlich clean und ziemlich cool, ja. Wir haben wieder richtig schöne schwarze Reifen am Start. Das Ganze natürlich, wir brauchen erstmal einen titanweißen Fennec dafür. Und dann eben diese beiden Farben, um das Ganze dann wirklich finish geil hinzubekommen. Dann Fennec Jägerin als Deakel, dann Infinium Räder wieder in schwarz. Und natürlich Paint Finish Cartoon Matt und hier wieder Secondary eloxiert. Ja, also auch super, super easy zu machen. Nachmachen finde ich einfach. Ist ein sehr, sehr cleanes, cooles Autodesign. Wenn ihr mal so richtig in Rocket League auffallen wollt, dann müsst ihr dieses Autodesign nehmen. Also, ja, mit den Draco-Rädern und dem ganzen grünen Design, ja, fallt ihr halt einfach unfassbar auf. Ja, dafür braucht ihr einen schwarzen, entweder Octane oder schwarzen Fennec, je nachdem, was ihr halt eben machen wollt. Könnt aber auch eigentlich jedes x-beliebige Auto dafür nehmen. Dann eben als Deakel Feuergott diese beiden Farben hier wieder. Dann natürlich als Hut den Heiligenschein in Lindgrün. Alles hier übrigens Lindgrün, ne? Also hier seht ihr das Ganze. Dann natürlich Paint Finish Drachenschuppe. Auch sehr, sehr speziell, aber sehr, sehr cool. Und das Ganze ist halt wirklich, also man fällt halt wirklich, also man fällt so unfassbar auf, der Gegner weiß immer, wo man ist auf der Map. Wie geil sieht bitte dieses Autodesign aus? Man sieht einfach dieses Matte, dann so diese Akzente vom Mainframe und die Räder haben noch so einen Grünstich. Wie geil ist es bitte? So ein geiles Autodesign in meinen Augen, auch easy nachzumachen. Man benötigt einen entweder Octane oder halt eben auch Fennec, so wie hier gerade in schwarz, das sind die beiden Farben. Dann natürlich Mainframe, ganz normal tatsächlich sogar, ist nicht mal painted. Dann die Decennium Pro Wheels, auch unpainted. Und dann bei Paint Finish Tarnfarbe in Primary und geprägtes Metall als Secondary. Sieht unfassbar geil aus, finde ich so nice. Ich finde generell matt auf Autos sieht einfach geil aus, aber das hier sieht schon sehr geil aus. Genau so würde ich meinen Fennec tatsächlich auch spielen, ja. So geil, also so grünlich, aber auch irgendwie weiß, so. Und dann noch diese schwarzen Akzente. Boah, bombenmäßig, richtig, richtig cool, ja. Könnt ihr auch easy nachmachen, hier seht ihr auch gerade den Code. Und zwar hier Primary, Secondary, dann Fennec, Ombre, Deakel in schwarz, Fennec auch in schwarz. Und dann natürlich die ja, Ombre-Räder, dafür hatet ihr mich ja immer wieder, wie ich die ausspreche. Oder OM oder wie auch immer die ausgesprochen werden. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ihr wisst ganz genau, welche Räder ich meine und das ist das Wichtigste. Dann braucht ihr hier noch zweimal
metallisch perlfarben in glatt, jeweils eben bei Primary und Secondary. Und dann habt ihr das Auto, sieht so nice aus, sieht so düster aus, aber irgendwie auch nicht so, also irgendwie so beides. Schreibt mir an der Stelle unbedingt mal gerne in die Kommentare, welches Autodesign ihr am coolsten fandet und schreibt unbedingt in die Kommentare, ob ihr eines meiner Autodesigns, die ich rausgesucht habe, eventuell sogar benutzt. Würde mich auf jeden Fall freuen, hier gerade im Hintergrund ist auch ein richtig cooles Autodesign, muss ich sagen, mit dem Rot. Das sieht schon ziemlich cool aus. Lasst an der Stelle auf jeden Fall ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da, um mich zu unterstützen. Teilt das Video gerne mit euren Freunden, die vielleicht auch auf der Suche nach einem coolen Autodesign sind. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Barreepers. Yo, ciao, ciao.